Willkommen zu einer neuen Folge Phasmo und ihr habt es dem Titel entnommen. Es gibt eine neue kranke Challenge, die Apokalypse Challenge in Phasmophobia. Die wurde dem Spiel hinzugefügt. Hier sehen wir einen goldenen Totenkopf. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich näher darauf eingehen. Erst einmal hallo an Likey, der mit mir diese abartige Challenge machen möchte. Hey. Genau, diese Challenge könnt ihr übrigens auch nur machen, wenn ihr einmal in den definierten Modus gebt und ihr den absolut absurden benutzerdefinierten Multiplikator 24 habt. Das ist der schwerste Modus. Den habe ich jetzt eingestellt. Kann ich mal sagen, was das für uns bedeutet. Wir starten mit 0 Sanity. Unsere Sanity wird durch Pillen 0 hergestellt. Die Abnahmerate der Sanity sind 200%. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine Chance, irgendwas zu machen. Sprinten können wir nicht. Geschwindigkeit des Spielers ist 50%. Die Taschenlampe geht nicht. Der Verlust der Ausrüstung geht komplett verloren. Der Geist ist sehr schnell. Der wandert sehr oft herum. Das heißt, wird schwer ihn zu ermitteln. Er wechselt sehr oft den Raum. Er zeigt kaum Interaktionen. Kaum Ereignisse gibt es. Er ist nicht freundlich. Schonfrist 0%. Das heißt, wenn er huntet, kann er direkt weiter hunten. Wenn jemand getötet hat, er jagt sehr lange. Die Tode verlängern Dauer der Jagd brauchen wir ja nicht. Erhaltene Beweise 0. Also er gibt uns auch keine Beweise. Zeit für den Aufbau 0, Wetter ist starker Regen, Anzahl der zu beginnenden offenen Türen sind alle, es gibt keine Verstecke, der Sanity-Monitor ist kaputt, Aktivitätsmonitor ist auch kaputt, keine Sicherung und auch keine Karte. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll, es ist auch der Apokalypse-Modus. Man bekommt diese Trophäe, das ist ein goldener Totenkopf, nur im Solo-Modus. Wir probieren es trotzdem jetzt zusammen, damit ich mir den Modus mal anschaue. Und wenn ich danach die Eier habe, spiele ich den auch sehr gerne nochmal allein und hole mir die goldene Statue. Meine liebe Community sagt euch gerade übrigens auch Hallo und Twitch-Chat kommt gerne vorbei auf www.twitch.tv/live. Das sind meine Trophäen bis jetzt. Die Schnee-Challenge und die Halloween-Challenge. Ein goldener Kopf wird sich da auch ganz gut tun. Aber die Challenge ist schon hart. Aber ey Leute, was soll's? Wir gehen rein. Ich wähle es aus. Ich habe Angst. Und es ist einfach absolut absurd. Wir haben jetzt als Ausrüstung übrigens Knicklichter, Feuerzeug und Sanity-Pillen brauchen wir nicht. Kannst du rausmachen, Likey, weil die Sanity... Okay, glaube ich. Nee. Also mir werden keine Sanity-Pillen angezeigt. Entfernen. So, jetzt. Ja. Also bei mir, keine Ahnung, ob die jetzt noch drin sind. Jedenfalls, Stativ brauchen wir eigentlich auch nicht. Weiß nicht, warum das drin ist. Ich guck mal kurz, wie ich das entfernen kann. Sind die vielleicht schon... das Stativ habe ich tatsächlich drin, okay. Weil wir eine Kamera geschenkt bekommen. Okay, gut. Bekommen wir eine geschenkt? Ja, eine Kamera gehört, glaube ich, zur Grundausrüstung. Ja, stimmt. Ich glaube, kann das sein, dass auch zwei Sanity-Pillen zur Grundausstattung gehören? Nee, eigentlich nicht, aber ich glaube, das ist ein Anzeigefehler. Ist auch nicht schlimm. Okay. Jedenfalls, wir gehen jetzt rein und gucken mal und keine Ahnung, wie das ausgehen soll. Vielleicht habt ihr Tipps, ich weiß es nicht. Wir gehen rein. Ich glaube, das ist die krasseste Challenge, die ich je machen musste. So. Oh mein Gott. Spontan würde ich sagen, wir gehen 3 Schritte und sind tot. Nein, sag doch sowas nicht. Quatsch. Okay, lass erstmal die Kerze. Oh Gott, wir können uns gar nicht. Wir können uns gar nicht bewegen. Ne? Herrlich. Ja, eigentlich brauchen wir echt nur die Kerze, ne? Wir brauchen vielleicht ein Kreuz, dürfen wir auch nicht. Ja, Kreuz wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen, ne? Zum Abwehren. Ja, stimmt. Und die, ganz wichtig, wir müssen nachher noch eine zweite Fotokamera mitnehmen. Und das Dumme ist, dass wir die Kerze jedes Mal neu anmachen müssen, auf Rechtsklick, ne? Die Frage ist halt, das heißt, wir müssen ein Feuerzeug dabei haben, oder? Ja, und nächstes Mal auf jeden Fall 2 Fotos. Ich glaube, die Apokalypse-Challenge besteht daraus, dass wir ein Foto machen müssen vom Geist. Schieße ein Foto vom Geist. Werde Zeuge eines Geistereignisses, verwendet das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu verhindern. Das haben wir schon mal nicht. Ich weiß nicht, ob wir dafür alle Aufgaben erledigen müssen. Ich glaube, wir müssen ihn auch richtig ermitteln. Bin mir gar nicht sicher. Sollen wir den ermitteln ohne Beweise? Also komplett ohne Beweise. Ja, vor allem Sunny Meadows ist halt auch nicht klein, ne? Ja, eben. Oh, die Kerze geht ja gar nicht. Ja, es regnet. Aber doch, drin, nur drin. Drin, ja. Oh lauf, Gott. Lauf. Hat die schon jemand von euch gemacht, Leute? Also wir müssen auf jeden Fall ein Mittel ein Foto machen. Entschuldigung. Boah, ich sehe gar nichts. Er huntet schon, ne?
Also Apokalypse ist Geist, richtig, ermitteln, Foto vom Geist und alle Aufgaben erledigen. Ja, können wir eigentlich wieder fahren, weil wir keinen Crucifix haben. Ach, wir probieren es trotzdem. Also das ist ja echt, ich muss jetzt mal echt volle Pulle laut machen, das Gameplay. Weil ich muss den jetzt hören. Und Räucherstäbchen brauchen wir eigentlich auch, ne? Weil die Räucherstäbchen sorgen dafür, dass der uns nicht handeln kann. Hat sie noch Räucherstäbchen eine Aufgabe? Wenn er huntet, können wir nicht die Räucherstäbchen anmachen, dann ist er ganz kurz geblendet und wir können ja entkommen. Weil wir mit der Geschwindigkeit ja auch entkommen können. Ja, aber du kannst ihn kurz... Machst du das? Ja, hab Licht angemacht. Du kannst ihn kurz blenden und irritieren. Ich sehe gar nichts. Oh Gott. Aber hier geht's hier noch runter, da ja, war ja. Ja, was. Das ist ganz schön groß. Aber hey, ganz ehrlich, haben wir jetzt schon länger überlebt, als ich dachte. Das stimmt allerdings. Okay. Ich sag mal nicht, gib uns ein Zeichen, der macht ja eh nichts. Steps, Steps, Steps. Oh mein Gott! Oh Gott, es ist ja schrecklich. Ich habe nur die Schritte gehört und wusste, es ist vorbei. Oh Gott, es ist wirklich schrecklich. Also der ist oben. Also ich würde sagen, es ist 100 pro ein Arschloch. Also das ist auch die Kategorie. Der hört nämlich auf gar nichts. Und rennt extrem schnell. Also kannst eintragen im Journal. Arschloch, ja. Warte, gebe ich ein. Unter Taillé steht Arschloch, kannst eintragen. Okay. Dann haben wir es geschafft, wir haben den Geist ermittelt. Ja, dann muss ich hier nur noch rauskommen. Es ist John Cena. Ey, das Ding ist, ich bin so langsam, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja. Ah, hier geht die Treppe hoch. Oh, guck mal, ich stecke. Siehst du meine Leiche? Die steckt mit dem Kopf hier in der Wand. Nee, siehst du nicht, oder? Bei mir liegt hier auf dem Boden. Achso, okay, genau. Weil du wiggelst gerade in mir drin. Oh. Wiggle, wiggle. Wenn er mich jetzt angreift, während ich auf der Treppe bin, ich kann nichts machen. Oh ja, stimmt. Videokamera und in Nachtsicht ist voll die gute Idee. Also wir müssen auf jeden Fall Räucherstäbchen mitnehmen und Videokamera Nachtsicht. Das ist eine sehr gute Idee. Wie will ich hier rauskommen? Du kommst raus, hier lang, geradeaus. Ja, okay, geradeaus. Okay. Dreh dich um. Ja, da geradeaus. Warum willst du denn raus? Oh, nur so. Brudi. Brudi. Ich glaube, es ist dein Deogen. Gib mal Deogen ein, ne? Weil der kam ja wirklich straight auf uns zu. Habe ich vielleicht erst raus? Nö, du hängst gerade bei mir. Ja, deswegen, weil ich gerade am Eingeben bin. Wo ist denn Deogen? Achso, hier. Und ein Kreuz müssen wir mitnehmen. Schlimm ist halt, wir sterben halt die ganze Zeit. Eigentlich muss man echt grinden und dann das probieren. Oder man probiert die Challenge wirklich mit Leuten, die es drauf haben. Was denn jetzt heißen? Nein! Ich hab's ja auch nicht drauf. Ich hab's ja auch nicht drauf. Aber Deogen ist langsamer kurz vorher immer. Glaubst du? Der war doch... Ich glaube, das war einfach ein Schwein. Soll ich jetzt fahren oder nicht? Ja. Foto haben wir ja auch nicht gemacht. Das hätte ich ja nicht machen können, ne? Ja. Hat Schiss. Es geht dann so schnell. Boah, das ist übel. Ich würde mal gerne wissen, wie viel Prozent das geschafft haben. Ich glaube, was wir halt vorher machen müssten. Das war Poltergeist. Wäre so. Ja, gut. Ich glaube, was wir halt vorher machen müssten, wäre so rausfinden oder beziehungsweise testen, ob wir es schaffen, den Geist zu erkennen ohne Beweise. Wie meinst du das? Naja, dass wir quasi üben,
einen Geist zu erkennen, ohne dass er uns Beweise gibt. Wir haben den Chat. Ja, gut. Dann ist perfekte Backseat Gaming. So, ich kaufe mal noch eine Kamera. Und Kreuze. Ich mache Räucherstäbchen dazu. Gut. Feuerzeug, Kruzifix, Räucherstäbchen. Räucherstäbchen brauchen wir noch eins. Das gefällt den kleinen Sadisten da draußen, weißt du das? Die das richtig genießen, ja, und embracen, wie wir uns hier... Also wie ist es, wenn der Geist kommt, bevor er mich attackt, mache ich die Räuberstäbchen und dann läuft er durch mich durch, oder? Aber nicht die Räucherstäbchen, sondern die Räuberstäbchen. Wenn ich die Räuberstäbchen aktiviere, läuft er durch mich durch. Aber das Kreuz irgendwo hinzuballern vor ihnen funktioniert nicht, ne? Videokameras haben wir jetzt drei. Du kannst eine wegmachen. Ja, keine dabei. Ach so, ich kann eine noch wegmachen. Ich brauche es nicht zu viel, weil eine ist ja immer Standardausrüstung. Wo ist denn das jetzt? Wo ist denn die Videokamera? Ah, hier. So. Entfernen. So. Und dann nochmal eine hinzufügen. Passt das jetzt? Nur eine. Haben wir wieder drei. Oh Gott, jetzt haben wir alles. Oh nein. Und jetzt alles weg, gell? Jetzt alles weg, ja. Gut. Was brauchen wir jetzt noch? Wenn du zwei Kameras möchtest, noch eine Kamera und die Kruzifixe. Ah ne, die haben wir. Okay, jetzt haben wir zwei Kameras, zwei Kruzifixe, zwei Knicklichter. Räucherstäbchen. Zwei Feuerzeuge, Räucherstäbchen haben wir auch zwei. Oder sollen wir davon, warte, ich nehme davon mal vier. Und Fotoapparat brauchen wir auch noch zwei. Ein Fotoapparat. Genau. Ich auch noch einen. Nee, 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 ich hab. Wir haben zwei, das passt. Okay. So. Dann ready. Das Kreuz funktioniert nicht immer, aber ja, zum Thema Kreuz und Räucherstäbchen, auf jeden Fall Backseat Gaming, bitte jetzt aktivieren, Leute. Das Spiel cheatet, wir müssen auch cheaten. Räucherstäbchen kann man nie zu wenig haben. Ja, das stimmt allerdings. Kreuz bewirkt nur, dass er in Rage, in Range des Kruzi nicht startet, kann zum Handen. Stimmt, es war nur vorhanden, ne? Hont, 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 hont. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal Räuchis und Feuerzeugi. Und sobald er kommt, aber einer muss halt auch noch dummerweise von uns halt den Fotoapparat haben. Ja, pass auf, dann machen wir das folgendermaßen. Ich lege mein Feuerzeug und meine Kerze weg. Ich benutze das Knicklicht als Licht. Aber du brauchst ja auch die Räucherstäbchen, ihm vom Hand abzulenken. Na, ich würde einfach sagen, wir bleiben zusammen, oder? Okay, unten, aber ich weiß halt nicht, ob er durch dich dann auch läuft, weißt du? Oder ob er dich dann kaputt macht. Also ich glaube, er läuft durch dich auch durch. Ich hole mal, wir sollen an ein Kreuz im Eingang hinlegen. Also Kreuz muss auf dem Spawnbereich im Geisterraum liegen, damit die Jagd verhindert wird. Räucherstäbchen lassen den Geist in eine andere Richtung davonlaufen. Dabei haben sie diese Wirkung einmal, wenn man sie anzündet, und nochmal direkt, bevor sie ausgehen. Das Problem ist, dass du anhand deiner Einstellung nicht an Schritten oder sowas bestimmen kannst, welcher Geist es ist. Ja. Kamera aufstellen und direkt den Fotoapparat holen. Das Kruzi hilft vor allem in dem Mode gegen den TP vom Geist und dem Instant Hunt. Boah, das geht hier. Du musst nicht mit 24 Multiklikate spielen. Trophies will be awarded based on the custom difficulty set. 50 Multiplayer or higher. Bronze 20 und Silver 24 und Gold ist 24. Also wir müssen als auch nächste Runde können wir auch 15 machen. Okay. Also je nachdem. Probieren wir es mal. Ich nehme mal trotzdem kurz, weil ich würde halt gerne machen, dass wir schneller sind. Das würde schon so viel helfen. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt machen wir es erstmal so und dann können wir uns ja zu Gold hocharbeiten. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner von mir war. Bip, bip, bip. Und der Likeymon ist hier dabei. Wir sterben jeden Tag. Scheißgeister, komm, schnapp sie. Ich brauche ein Intro. Hey, es war... Oh mein Gott, keine gute Idee. Warum? Ich sehe gar nichts. Wo bist du? Dann nimm dir mal die Videokamera, die ist ja viel besser. Dafür muss ich wieder zurück, die hast du doch dabei. Ja, aber du sollst ja auch was sehen. Also Knicklicht bringt gar nichts zum Sehen. Ja, deswegen nimm die Videokamera und mach den Rechtsklick. Ja, warte, ich komm nach. Gib mir eine halbe Stunde. Genau. Geh du ruhig schon mal vor. Nein, weil dann handelt er gleich.
War auch alleine drin. Ich will nicht. Bin da, bin da. Also Multiplikator 15 geht auch. Boah, wir... Ich so hell auf einmal. Der ist schön. Wo mache ich nochmal mein Ding an? Mein Räucherstäbchen? Auf Rechtsklick oder wo? Ja. Okay. Und da musst du ein Foto schießen, ne? Das müssen wir jetzt voll teammaten. Das heißt, wenn Steps kommen, räuchere ich und du machst ein Viertel. Ja. Und voll gemein, eigentlich muss man ja auch alles mitbringen an Sachen, weil sonst kannst du ja gar nicht alle Aufgaben machen. Richtig. Was haben wir denn eigentlich für Aufgaben? Ich habe gar nicht geguckt. Sollen wir mal schnell zurückgehen gucken? Ich würde erstmal gucken, ob wir irgendwo finden, wo der ist, was gar keinen Sinn macht, weil der jumpt eh die ganze Zeit hin. Eigentlich müssten wir nur hier irgendwo warten und warten, bis er zu uns kommt. Oh. Hörst du ihn schon? Das ist eine Tür zugegangen. Wo? Ich glaube, die Eingangstür ist zu. Wir können im Journal gucken. Also, wehre den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen ab, bringe den Geist dazu, eine Kerze auszublasen, entkomme dem Geist während einer Jagd. Oh, oh, er kommt. Ich hab geräuchert. Hast du ein Foto gemacht? Oh, fuck. Nein, das ist ekelhaft. Wie du da Shooting veranstaltest, ey. Ich sehe gar nichts. Ach, da, okay. Oh Gott. Ja, war nice. Ach, du bist auch tot. Nee, ich wir haben noch zwei Aufgaben erledigt. Entkomme dem Geist während einer Jagd musst du noch schaffen, Likey. Lebst du noch? Ja. Raus mit dir. Ganz schnell raus. Geradeaus, geradeaus, raus, raus, raus. Ja, ich sehe es, aber ganz schnell ist halt gut gesagt in dem Modus. Zwei Aufgaben haben wir schon erlegt. Bringe den Geist dazu, eine Kerze auszublasen, wäre den Geist während einer Jagd ab. Und ein Foto? Nee, du hast nur von Interaktion leider eins. Shit. Ade. Mit E. Okay, also, wenn du jetzt es noch schaffst, die Räucherstäbis zu nehmen. Ah, ich bin doch einer Jagd entkommen. Ich glaube, ich hätte überleben müssen, ne? Du bist doch einer Jagd entkommen. Eigentlich schon, ne? Also, ich würde auch sagen, das war auf jeden Fall Kategorie verlassene Ex. Also, ich würde sagen, dass das aggressive Weinen und das nicht loslassen wollen spricht dafür, dass es eine aggressive Ex war. Aggressive Ex? Achso, die direkt unter Uni steht. Ja, genau die. Also das ist typisches Zeichen dafür. Keine Ahnung, was das sein kann, ne? Es ist eine verlassene Ex. Steht doch unter Diogen. Die Frage ist halt, gehe ich jetzt nochmal rein? Oder beleben wir dich wieder? Oh mein Gott, Weise? Jagd entkommen heißt, Geist zieht euch und am Ende einer Handphase leben alle Beteiligten aus dem Hand noch. Was? Was? Dann können wir das ja gar nicht mehr schaffen. Aber dann braucht man auch voll viel Raucherstäbis. So, ne, doch, man könnte das schaffen. Alle Beteiligten einer Hand wäre ja dann, wenn ich jetzt reingehe und eine Hand überlebe. Ja, willst du es probieren? Oder wir fahren. Komm, Likey. Du machst wieder mit. Sei ein Mann, du kannst es. Du willst mich also sterben sehen, okay. Mein armes Geld. Du schaffst das. Mein armes Geld. Du schaffst das. Wir machen sonst Multiplikator 15 nachher. Ja. Also ich würde sagen, das war ein Revenant. Revenant, ich becher mich weg. Barkeeper, hau raus, was in deinen Fässern steckt. Ich sauf's aus, weil es mich vergessen lässt. Meine Gedanken sind besessen von... Ach Gott. Ich werde sterben. Oh, likey thing, ich versteck dein Ehering. Der heißt der Geist, der wird dich bringen. Er rennt die Flure lang. Oh, likey line. Ich hau dir gleich eine rein. Okay. Okay. Nett, danke dir. Ich möchte mich eigentlich gar nicht. Er war schnell, weil ihr so eingestellt. Ich weiß aber nicht, was ich sonst sagen soll. Es war halt die eifersüchtige Ex, aber die gibt sie nicht.
von Onryo mit Milch. Was mache ich denn jetzt, wenn er mich angreift? Also dann hol jetzt schon mal dann, wenn du den hörst, dann holst du direkt deine Räucherstäbis. Genau. Und so, die ich gerade dabei habe. Oh shit, ja, dann hol die, Brudi. Die musst du holen. Hol am besten gleich. Ne, wir haben nur einen, ne? Tja. Mommy. Du kannst, glaube ich, gehen, Mommy. Tschüss, Steps. Ich höre gar keine. Ich hab Steps gehört. Ich glaube, du brauchst keine Angst haben, Like. Ich bin ja da. Ja, danke. Ist immer schön, wenn jemand aus dem Off mit mir spricht. Um einer Jagd zu entkommen, darf man sich auch nicht in einem verstecken. Also im besten gibt Fall. Eh keine oder? Genau. Und das Beste, im besten Fall, wenn sie auf dich zurennt, dann dreht sie ja um. Dann rennst du einfach in die entgegengesetzte Richtung in den anderen Raum und schließt die Tür. Aber Likey, ich finde, du überlebst ganz schön lange. Dafür, dass ich in normalen Runden immer direkt wegsterbe, überlebe ich hier lange, ja. Ja. Einfach raus, lass mich gehen. Krass, sie hat es echt nicht gehuntet. Die wollte, glaube ich, einfach nur mich. Es war ein Hater. Doch, die hat gehuntet. Die Tür war wieder zu. Ah, okay. Es war ein Hater. Warten, dass er auf dich zukommt und dann kurz bevor er vor dir steht, dir ist räuchern und durch ihn laufen. Hoffen, dass der Raum groß genug ist und damit er sich nicht direkt wieder zu euch umdreht. Auf der Map ist ein gutes Versteck direkt hinter der Lobby. Erste Tür links, ein großer Schrank, hinter die man kann. Ich seh's schon. Sharkit kennt sich aus. So, nimm am besten zwei Räucherstäbis mit, dass du das direkt machen kannst. Dann sehe ich aber nichts mehr. Wobei, ich habe ja dich jetzt als Augen, ne? Ja. Genau, und dann vielleicht die Jagd geht noch zu entkommen und dann müssten wir den richtigen Geist ermitteln. Und ein Foto haben wir auch noch nicht. Ja, Likey, wenn du das alleine machst, dann lösche ich meinen Phasmophobia-Account. Ich sehe gar nichts, ne? Du musst mich jetzt ein bisschen so wirklich leiten. Ja, geradeaus. An der Theke vorbei. Was für eine Theke? Da ist vor dir eine Tagge. So. Geradeaus durch die Tür. Bis, ja, genau. Geradeaus. Ich muss an den Wänden bleiben. An den Wänden sehe ich ein bisschen geradeaus, da kommt ein Stuhl. Geradeaus. Und eigentlich muss man dann nur hier warten. Der Safe Space, den gestandenen Raum, wurde rausgepatcht. Genauso auch unter der Treppe. Ihr kleinen Schlawiner. Ihr findet immer eure Ritzen, wo ihr rein könnt, ne? That's what she said. That's what she said. Gnu, du könntest vielleicht, um den Geist der Mittel in der Nähe seines Raums gehen, um vielleicht Interaktion mitzubekommen. Der macht leider keine. Das mussten wir auch leider komplett ausstellen. Oh, sie kommt. Sie kommt jetzt gleich. Aber so schnell geht sie gar nicht. Okay, sie kommt angekrochen, ganz langsam an der Wand entlang. Sie dreht um. Sie dreht um. Perfekt. Komm mich mal holen, hallo. Also die kriecht da hinten einfach nur rum. Und findet es ganz witzig. Na, super. So, die kommt jetzt. Vorsicht. Jetzt, oh Gott, jetzt ist sie ganz schnell geworden. Hast du geräuchert? Dreh um. Ja, lauf weiter. Ja. Sie dreht um, sehr gut. Lauf. Wenn sie, sie oh muss nochmal räuchern. Räucher. Scheiße. Oh mein Gott. Entschuldigung, wie gruselig. Holy shit, ist sie abgegangen, als sie dich gesehen hat. Oh, Zwillinge. Das war beim zweiten Räuchern nicht schnell genug. Okay, ich habe Zwillinge eingegeben. Nein, es war ein Revenant. Ich hab's richtig. Ah. Oh mein Gott. Hey, aber nee. Immerhin haben wir 41 Groschen bekommen.
Ja, immerhin. Dafür, dass wir 200 ausgegeben haben. Ja, haben wir dafür eine Bronzemedaille oder so bekommen? Da Nee, steht gar nichts nichts. in meinem Schrank! Okay, wir machen jetzt mal 15 Multiplikator. Das geht ja auch, wurde mir gesagt. Das ist halt dann Bronze. Aber auch mit einer Bronze kann ich echt gut leben. So, also, lass mal gucken. Sanity ist mir eigentlich Bums. So, Wiederherstellung ist mir eigentlich auch egal, weil dann huntet der schneller. Wir müssen den ja die ganze Zeit fotografieren, irgendwas machen. Abnahmerate ist mir eigentlich auch wurscht. Achso, das können wir von mir aus schnell machen, ist mir egal. Sprinten lassen wir an. Sprintdauer. Was geht eigentlich? Unendlich. Ah, da geht direkt der Multiplikator. Machen wir mal 5. Aufladen des Sprints. Geschwindigkeit des Spielers. Was passiert, wenn ich das hochpacke? So. Das ist aber ultra schwer, ey. Ja. Taschenlampe brauchen wir eigentlich gar nicht. Verlust von Ausrüstung im Todesfall an. So, jetzt gucken wir mal Geist. Der Geist muss ja leider auch schnell sein. Häufigkeit des Herumhandelns muss ja auch hoch sein. Lieblingsraum. Da tut sich gar nichts mehr. Ich glaube, die Taschenlampe, die Geschwindigkeit ist bei uns zu OP. Die Sanity. Sprintdauer. So. Menge an Interaktionen hoch. Wieso geht das jetzt nicht mehr weg? Ich denke, den Pokal. Genau, im Pokal geht es nur um Singleplayer. Ich will trotzdem gucken, ob ich es schaffe. Hier Geist aus, Schonfrist. Irgendwie geht die Belohnung nicht mehr hoch hier, dieser Multiplikator. Warum nicht? Irgendwas verhindert das dann. Wahrscheinlich das Sprinten an ist, oder? Wahrscheinlich irgendwie Oder sowas. wahrscheinlich die Abnahmerate der Sanity? Interaktion runterstellen. Sprint runter. So, Sprint runter. Oder Sprint aus. Nee, es passiert irgendwie gar nichts mehr. Das ist total weird. Interaktion runterstellen und Sprint runter. Geist. Guck mal bei Geist. Was geht da so? Chance für Fingerabdrücke braucht man nicht. Dauer der Fingerabdrücke, egal. Beziehungsweise brauchen wir ja eigentlich gar keine. Wegen ist das auch hoch, hoch, hoch. Wir brauchen ja gar keine Interaktion vom Geist. Also gar keine. Geht hier bei Auftrag. Jetzt geht's hoch, so. Okay, jetzt geht's. Wetter machen wir dann auch. Von mir aus können wir den starken Regen machen. Ja. Das können alle Türen offen sein, ist mir auch wurscht. Und Verstecke würde ich sagen niedrig. Monitor aus, das aus. Sicherung aus. Sicherungskasten aus. Anzahl der verfluchten Besitz 0. Dann haben wir schon mal 13. Chance Fingerabdrücken ist komplett wurscht. Erhaltene Beweise. So, 15. Dann würde ich nämlich dafür einstellen, dass unsere Geschwindigkeit schneller ist. Oh, das zieht gleich so viel ab. So gemein. Das ist halt echt übel, ne? Dieses extrem langsame ist halt krass. Aufladen Sprints und dafür aber schneller. Nee, da kommen wir nicht ran. Wir müssen 100 lassen. Jetzt haben wir 14. 15 können wir machen. Anwenden. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, Oh ey. Mann. So, okay. Anwenden. Okay, dann machen wir wieder das gleiche wie vorhin. Wir brauchen einmal eine Videokamera. Ein Räucherstäbi. Ja, ich bin eigentlich fast dafür. Feuerzeugi. Ja. Ich glaube, dass wir wirklich die größten Chancen haben, wenn wir beide zwei Räucherstäbchen und ein Feuerzeug dabei haben und dann mit dem Feuerzeug wirklich an der Wand entlang gehen, um was zu sehen. Weil Ja. wir müssen ja eigentlich gar nicht weit, sondern nur uns hunten lassen und dann direkt wieder raus. Ja, ich glaube auch. Wir brauchen Kruzifixe. Ah, okay, die kann ich kurz holen. Kruzis. So. Okay.
Dann Luzi. haben wir Videokamera, Fotoapparat haben wir auch zwei. Haben wir sogar drei. Feuerzeug, Salz brauchen wir nicht, Räucherstäbchen. Und dann sind wir eigentlich gut ausgerüstet, oder? Glaube ja. Oder fehlt uns noch was, Leute? Nee, ich glaube, das passt. Aber okay, auch. Bereit. Let's go. Let's go. Dieses gewaltige Irrenhaus hat mehr zu bieten als Spinnnetze und Trümmer. Manche sagen, man könne noch immer Schreie hören. Okay. Habe ich richtig Bock drauf, Schritte zu hören. Ja. Räucherstäbis. Und Foto wäre halt nicht schlecht, ne? Dann mache ich Foto und du musst halt räuchern. Kannst du im besten Fall vielleicht, aber wohl, jetzt ist der ja, jetzt sind wir ja auch schneller, ne? Naja, nicht wirklich. Ich habe noch einen Slot. Dann nehme ich halt jetzt noch kurz mal das hier mit. Und schmeiß es hier im Eingang hin. Ja, alleine ist es halt echt gruselig, ne? Ich hol mal noch kurz was. Noch ein Kreuzi vielleicht? Maybe? Okay. Let's go. Also du musst dann räuchern, wenn ich sag, und dann müssen wir sofort in die andere Richtung rennen. Oh, der huntet schon. Die Räucherstäbe können wir auch im Bus anzünden, falls einer von euch ausgesperrt werden sollte. Der Rauch zieht über die ganze Map. Was? Im Ernst? Okay, also was sind eigentlich die Aufgaben? Bringe einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Finde mit einem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Werde Zeuge eines Geisterereignisses. Aber das Problem ist, der zeigt ja gar kein Geisterereignis. Oder? Das haben wir doch ausgestellt. Oder, Likey? Oh, zählt der Hand nicht auch als Ereignis? Ist es so? Weiß ich nicht. Aber das EMF wird ja nicht ausschlagen. Ach so, vielleicht wenn ich es anmache. Ah, okay. Ereignis etwas anderes als Beweise. Okay. Aber wie machen wir das mit dem EMF? Süßer, schreibt jemand. Oh mein Gott, nur ich schaue eigentlich nur YouTube von dir, aber jetzt kann ich sogar live dir zuschauen. Wie geil. Süß. Süß. Der Plot Twist, das hier ist alles auch nur ein aufgenommenes Video. Weiß nur niemand. Genau, deswegen rede ich immer nur, ich lese immer nur Alexa K vor. Genau. Eben, es schlägt auf, wenn der Geist ein Event, ein Ereignis macht. Okay. Kennt sich ganz schön aus. Ja, aber es gibt doch gar keine Ereignisse, oder nicht? Doch, scheinbar schon. Das ist was anderes als ein Ereignis machen, die scheinbar immer. Das ist kein Beweis. Okay. Okay, also, ist glaube ich unten. Sollen wir mal runtergehen? Ich renne dir einfach nur hinterher. Okay, dann gehen wir runter. Weil ich sehe im Gegensatz zu dir auch wirklich gar nichts. Okay. Warte, können wir eigentlich die Helligkeit vom Spiel höher machen? Also so ein probier bisschen mal. Dann bleib mal stehen, sonst verliere ich dich. Video. Ah, wir müssen es halt dabei Internet haben, ne? Oh, das ist aber hart. Spiel. Alexa. Geil. Alexa, spiel Rainbow Bungee. Rainbow Bungee wird gespielt. Oh, der Geist kommt. Oh Gott. Ah, du musst. Ich hab geräuschert. Ich hab kein Foto gemacht. Shit. Oh shit, wieso war ich? Lauf, Likey. Lauf in dein Leben. Habe ich wenigstens ein scheiß Foto gemacht?
Hängt schon ein bisschen in der Wand bei mir. Ich habe überhaupt kein Foto gemacht, da bist überall nur du drauf. Wir müssen es irgendwie anders machen, dass du mehr siehst, weil wenn du räucherst, musst du ja abhauen. Ja, klar. Ich habe halt jetzt gar nichts gesehen und habe nur versucht, die hinterher. Du musst, glaube ich, wirklich eine Videokamera nehmen und die Räucherstäbe und ein Feuerzeug. Und sobald der kommt, anmachen und dann mir und dann rennen. Und dann müssen wir in eine andere Richtung rennen, weil der kam jetzt ja wieder zurück. Und im Zweifelsfall, ja, ist halt echt schwierig, ne? Wir brauchen eigentlich fast mehr Leute. Kurze Frage. Je. Yeah. Kannst du mir den Weg raus sagen? Ich sehe immer noch nichts. Ach so, ja, geradeaus durch die Tür. Welche Tür? Oh Mann. Hier, nee, dreh dich nochmal. Genau, lauf mal an der Wand entlang. Genau. Weiter. Jetzt nach links. Dann rechts raus. Genau, geradeaus. Aus der Tür raus. Dann nach links. Geradeaus. Weiter. Durch die Tür. Oh shit. Warte mal. Shit, warte mal, haben wir nicht. Nochmal zurück hier. Dadurch? Nee, ja, genau. Ich hab's. Genau, weiter, komm. Dann weiter, nach links. Genau. Jetzt nach rechts. Da rein. Links. Treppe hoch. Welche Treppe? Da. Achso, da. Und dann nach rechts raus. Wenn du oben bist. Das ist halt auch geil. Phasmo komplett blind. Ja, aber wirklich. Geradeaus raus. Solltet mit Kerzen arbeiten. Alle elektrischen Geräte ziehen den Geist immer wieder an. Wenn ihr also mit Videokamera weglauft, weiß der Geist, wo ihr seid. Oh nein. Okay, voll gut zu wissen. Also wir müssen es echt mit Kerze machen, gell? Mit Kerze? Und mit Fotoapparat im Prinzip. Kerze, einer nimmt einen Fotoapparat und einer nimmt halt die Räucherstäbchen. Oder wir beide nehmen die Räucherstäbchen. Okay. Tschüss. Okay. Warte, wir müssen noch raten. Also wenn er von elektrischen Geräten angezogen wird, welcher Geist wird es denn? Werden die nicht alle irgendwie angezogen? Ich sag jetzt einfach mal, es war nur Barke. Ich sag Deogen. Nee, jawohl. Gorio. Let's go. Alle Geister. Mann, die werden alle angezeigt. Dann probieren wir es nochmal mit Kerzen. Ja. Nee, es war ein Banshee. Ich wusste es. Also, Kerzen. Hab ich. Feuerzeug. Hab ich. Dann nehmen wir 4 mit. Videokamera lassen wir dann weg. Und Kruzifix habe ich hinzugefügt. Und Fotoapparat habe ich hinzugefügt. So, ich glaube, dann haben wir alles. Glaube ich. Ja. Gut, dann let's. Warte, dann lass ich mal mein Fotoapparat weg. Nee, nimm auch mal. Jawohl. Ja, nimm doch lieber 2, falls ich irgendwie sterbe und du findest meinen nicht mehr. Manchmal glitschen die ja weg. Ja, okay, stimmt. Okay. Was? Dann es gibt keinen neuen Charakter, den man spielen kann, nö. Nee. Tatsächlich nicht. Ein Bewegungssensor mitnehmen, das kann eine Aufgabe sein. Aber dann verlieren wir immer wieder alles. So, schieße ein Foto vom Geist. Ah, oh, Bewegungssensor. Wehre den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen ab. Aber das ist halt alles so teuer. Ja, wir haben nur eine Kamera dabei, ne? Ja, das ist ja gut, weil die werden ja eh angeleuchtet. Deswegen, wir arbeiten nicht mehr mit Kameras. Wir arbeiten nicht mehr mit Kameras. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt. Hast du die Kerze dabei? Ja, ja. Ich würde sagen, dass wir jetzt echt zusammenbleiben. Ja, dann mach du räuchern, ich nehme Fotoapparat mit. Ja. Hast du gerade schon geräuchert? Nein, warum? Weil ich den Rauch gesehen habe. Nee, das war meine Kerze, die ausgegangen ist, weil ich hier lang gegangen bin. Okay. Ja, dann. Ganz ruhig!
Man sieht halt auch mit der Kerze nichts, ne? Ah, oh, perfekt. Ich glaube, man darf sie halt echt nicht irre machen lassen, ne? Wirklich ekelhaft. Du musst räuchern im Zweifel. Ja. Guck gerade. Okay, ich muss dann nach oben drücken. Okay, die hat er verschlossen. Das machen die manchmal. Die Schweine. Ich würde auch gar nicht mit dem Sack reden. Na, ich finde, also heute müssen wir auch nicht mit Geistern reden. Die kommen schon von allein. Ich glaube tatsächlich, dass der fast unten ist. Oh. Ich. War groß, dass er Bereiche abschließt. Hier ist eine offene Tür, die weiß ich nicht. Weil die Türen sind ja alle random offen. Ach so. Okay. Keine Ahnung, sind wir im Waschraum? Ich glaube, wir gehen gleich mal runter. Kann man sich das nur antun, ey? Ich weiß auch nicht. Ja, lass uns gerne mal runter. Ich glaube, der ist unten, sonst hätte er uns schon längst gefunden. Sowas fehlt übrigens Dings auch noch, ne? Ghostwatchers, so Challenges. Das wäre geil. Ja, ja. Das wäre richtig cool. Aber die eine hat mir schon gereicht, wo wir diese Geschenke sammeln mussten. Ja, das war ja Ghost Exile. Ach, stimmt. Stimmt, das war was anderes. Okay, wir gehen jetzt... Ja, verwirrend mit den ganzen Geisterspielen. Ja. Aber Ghost Exile macht echt Spaß. Nee, Ghost Watchers macht Spaß. Meine ich ja. Das ist echt cool. Ich bin schon gespannt auf die neuen Geister. Kommt da irgendwann ein Update demnächst? Ich hoffe doch. Hast du eingetragen? Yep. Okay, Mühling oder Shade? Ich sag Shade. Okay. Gut, wir sagen Shade, der Geist meldet sich nicht. Und deswegen machen wir eine neue Runde, weil das ist sehr schwierig so. Ich hoffe, es ist Shade. Es war ein Obake. Im Leben nicht. Oh Gott. Nee, keine Ahnung, wie wir da drauf kommen sollen. Okay. Wie hätten wir denn... Warte mal. Ein Obake, was wäre denn... Warte, ich gucke das jetzt mal kurz. Obake. Bei der Interaktion mit der Umgebung hinterlässt er... Ja, okay. Manchmal verwandelt dieser Geist und hinterlässt einzigartige Spuren. Ja, keine Ahnung, wie man das rausfinden soll. Ja, voll. Wir probieren es nochmal. Also das ist halt... Yes. Ich habe jetzt mal einen Bewegungssensor mitgenommen. Das ist sehr ungewöhnlich, den hätten wir hören müssen. Ja, denke ich auch. Vielleicht war es ein Bug. Okay, wir machen es wieder wie vorhin. Räucherstäbis, das und das. Und let's go. Vielleicht direkt mal ein Kruzifix am Eingang schmeißen, was auch immer das bringen soll. Du hast Fotoapparat, oder? Ne, den wollte ich gerade holen gehen, aber er huntet. Okay, der kommt. Vorsicht. Du hast Räucherstäbchen, ne? Ja. Ich würde ihn gerne ungern sehen, weil wir jetzt noch kein Fotoapparat haben. Apparat holen. Ja.
Genau, das ist eine Apokalypse-Challenge. Deswegen können wir keine Taschenlampe nehmen. Erhandelt Ja. und ich bin noch draußen. Ja. Wenn jetzt kommt, mache ich ein Bild durchs Fenster. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab ihn gesehen durchs Fenster. Hast du ein Foto gemacht? Ja, aber ich weiß nicht, ob das zählt. Ne, das zählt auch nicht mehr. Oh shit. Ich hab's versucht. Okay, jetzt weiß er, wo wir sind. Aber hey, komm mit den Geistern in eine Jagd. Zeichne ein paranormales Geräusch und ein Parabolmikrofon auf. Verwende das kurze Fix, um den Geist einer Jagd zu hindern. Egal, wir probieren es trotzdem. Let's go. Bist du da? Ja, bin hinter dir. Okay. Also der hat richtig Bock. Okay. Der kommt schon wieder. Drei. Wir rennen dann hier rein in den Raum. Hier dann. Wenn wir das... Wir stellen uns hier hin und rennen da hinten rein. Okay. Er kommt von den Treppen. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh nein. Kannte der nicht mehr? Sieht nicht so aus. Aber wieso hat er aufgehört, als er dich bekommen hat? Weiß ich nicht. Ist ja total unlogisch. Die Leute sagen 100% Revenant. Warum? Oh nein! Er kommt von der Treppe. Er geht wieder. Also er kam auf jeden Fall von unten. Jetzt kommt er die Treppe wieder hoch. Das ist auf dem oberen Stück. Jetzt geht er wieder runter. Frag, wenn er weg ist. Der ist die ganze Zeit weg. Der ist immer nur die Treppe hoch runter. Also die Hand müsste vorbei sein. Okay. Unangenehm. Och. Ich glaube, dieser Raum ist unsere sicherste Option wahrscheinlich wirklich. Ja, ja. Dass wir ihn abwehren und dann in den Raum. Kruzifix an der Jagd hindern. Schwierig. Der Fakt ist, er ist auf jeden Fall immer unten an der Treppe. Aber ich kann halt jetzt gar nichts mehr irgendwie machen. Außer hier ein Kruzifix hinballern. Unten an der Treppe. Wo hast du es hingetan, das Kruzifix? Das lag direkt am Eingang. Ich sehe es nicht mehr. Oh nein. Oh nein. Hier gucken. Wieder die Treppe hoch. Er geht Richtung dieses Ritualraums. Also er geht weg von dir. Kommt er zurück? Ne, er geht doch weiter. Jetzt rennt er zurück Richtung Treppe. Jetzt hilft er noch ein bisschen was und jetzt ist er weg. Ich weiß halt nicht, wo der ist, ne? Ich brauch dich halt, ne? Ich schaff das sonst nicht. Also er kommt immer von unten die Treppe hoch. Ja, das heißt, wir müssen das echt mit mehreren probieren, weil wenn ich jetzt sterbe, verliere ich wieder alles. Und uns fehlt das Parabolmikrofon. Aber vielleicht ist das, wenn wir das mit mehreren machen würden, ist gar keine so schlechte Idee, wenn einer direkt sterben geht.
Ja, also Leute, hiermit ist offiziell der Ausruf, ich suche die besten Phasmophobia-Spieler mit extrem viel Geld, die das mit uns spielen. Ich weiß, dass wir da nicht Trophäe bekommen, ich würde es trotzdem schaffen und dann versuche ich es irgendwann alleine. Es war ein Revenant übrigens, habe ich richtig getippt und ihr habt es mir richtig gesagt. Und dann würde ich diese Challenge tatsächlich nochmal probieren, sehr gerne. Deswegen schreibt mir es gerne in die Kommentare. Wie ihr auf Twitch heißt, dann können meine Mods ich nämlich darunter anschreiben. Boah, wie viel Kohle kriege ich denn gerade? Hä? Ja, Multiplikator mal 15. Boah, krass. Wie viel bekommst du denn? 1650 XP. Mein Level ist voll hochgeballert. Oh, ich will auch. War das ein Bug? Nein, das ist, weil du mal 15 hast. Krass. Krass. Nicht auch. Also eigentlich musst du echt immer nur rein, den Geist raten, raus. Rein, raus, rein, raus. Ja, Leute, also falls ihr Bock auf diese Challenge, schreibt mir gerne euren Twitch-Namen in die Kommentare. Ich lasse dann meine PA da mal durchschauen und dann suchen wir uns gute Spiele raus. Das nächste Mal, ich glaube, zu viert ist es echt am Geisten. Danke fürs Zuschauen. Tipps und Tricks bitte unten in die Beschreibung. Ich will diese Challenge schaffen, vielleicht auch sogar alleine. Mit Daumen nach oben, aber würde ich mich sehr freuen. Like ich auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und der hat nämlich gleich in 1,5 Stunden Geburtstag. Wir sehen jetzt noch nicht, sonst bringt es Pech. Schreibt aber gerne schon mal alles Gute in die Kommentare und wir sehen uns in den nächsten Videos.